eine Geheimsprache mit Gott, das Sprachengebet. Beim Sprachengebet ist besonders beim ersten Mal das natürlich ein ganz besonderes Erlebnis irgendwie. Geht bei vielen auch einher mit sehr emotionalen Erleben von Freude oder Frieden oder irgendwie die Nähe Gottes. Bei manchen auch so ein bisschen mit Angst, weil man plötzlich was spricht, was man. Man hat zwar sein Sprachorgan unter Kontrolle, man kann entscheiden, ob man redet, wie laut, leise, aber was da rauskommt, hat man nicht davor in seinem Kopf formuliert. Also eine andere Art der Kommunikation, die erstmal natürlich komplett neu ist. Und genau, von daher ist es am Anfang auf jeden Fall irgendwie aufregend, auch sonderbar. Das hat man das letzte Mal als kleines Kind gemacht, wo man irgendwelche Laute von sich gegeben hat, die man nicht bewusst formuliert hat. Und jetzt, wenn man das dann, ich praktiziere das seit einigen Jahren eigentlich täglich, von daher ist es was sehr Normales geworden, dass ich einfach in Sprachen beten kann, zu jeder Zeit eigentlich. Und das ist aber immer wieder auch ein intensives Erleben für mich. Also gerade wenn ich Zeiten habe, wo ich sehr bewusst mich ausrichte und mich innerlich auf Gott fokussiere und dann in dieser Sprache, die ich selber nicht verstehe, mein Herz trotzdem reingebe und weiß, es ist ja der Geist Gottes, der mir diese Sprache gibt. Also es werden es gute Worte sein, aber auch wenn man nicht jedes Mal irgendwie genau weiß, was man da alles sagt, hat man oft ein Gespür und es geht auch oft einher bei mir mit, dass ich das emotional irgendwie wahrnehme, positiv. Manchmal ist gerade so die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freude, so diese Emotionen zu spüren. Ja, so erlebe ich Sprachengebet sehr häufig. Das Sprachengebet kann sowohl Sprachen sein, die es gibt, da haben wir Beispiele auch in der Apostelgeschichte, und auch Sprachen, die vielleicht nicht existieren. Paulus spricht in 1. Korinther 13 von Engelszungen, Engelssprachen und Sprachen der Menschen. Und von daher kann das wahrscheinlich beides sein. Ja. Men porro corno scete che la borrota nai sere, merre alago sonto cole mene malavalo hue, mela calenele cala borrote alla catete surni, sciorro vai alla badana e sonto e che la cosu, mela manolano e sciotto cori ha. Es braucht dann eine Auslegung, wenn es darum geht, dass Gott eine Botschaft sozusagen an die Gemeinde oder an einzelne Menschen weitergeben will. Und dann braucht es natürlich eine Auslegung. Das habe ich auch häufiger schon erlebt, dass Leute quasi in Sprachen, in einer unbekannten Sprache, was sprechen und dann jemand kommt, der das auslegt. Das heißt, das, was dort gesagt wurde, irgendwie in verständlicher Sprache weitergibt. Und ich habe das jedes Mal erlebt als unglaublich kraftvoll. Aber so diese persönliche Gebetssprache, da ist die Richtung ja eine andere. Da geht es darum, Paulus sagt, ich bete zu Gott Geheimnisse. Also ich rede zu ihm, das braucht niemand übersetzt haben, das braucht niemand ausgelegt haben, was genau da zwischen mir und Gott passiert. Schokola barrova la baranai sunto toko haya sentete. Shila mano no yala ka sunto korea waha. Das Ziel von allem Gebet ist ja, irgendwie Begegnung mit Gott oder Gott näher zu kommen und letztlich lieben zu lernen. Ja, und ich denke, das ist auch beim Sprachengebet besonders wichtig, weil Paulus da extra das Kapitel 13 einfügt, in 1. Korinther 13, wo er sagt, ohne die Liebe ist auch das Reden in Sprachen nichts, dann ist es nur Lärm. Also es geht nicht um ein Alleinstellungsmerkmal, ich kann in Sprachen beten oder ich bin jetzt besonders geistlich oder so, weil ich diese Gabe habe, sondern Sprachengebet ist wie alle anderen Gebetsformen ein Mittel, wie kann ich Gott begegnen, wie kann ich mehr Jesus ähnlich werden, und das Maß unserer Geistlichkeit ist sicherlich die Liebe und nicht, welche Gaben wir haben oder wie wir unsere Frömmigkeit ausdrücken. Und deswegen glaube ich, ist der Umgang mit Sprachengebet ganz, ganz wichtig, dass es immer der Liebe dient,
Und das müsste das Ziel beim Sprachengebet sein, dass wir Gott mehr lieben, unseren Nächsten mehr lieben. Und ich glaube, dazu dient es auch.